So, also eigentlich müsste ich jetzt wieder da sein. Ich habe keine Ahnung, was derzeit mit Alligator los ist. Die schmiert mir da am laufenden Band hier ab. Das ist natürlich scheiße, muss ich mal beobachten, beziehungsweise mal den Log da lesen. Ja, kein Plan, wegen was der jetzt offline war. Verdammt der Axt. Naja. Auf jeden Fall, da bin ich ja jetzt wieder. Ich denke mal, das liegt echt am neuen Grafikkartentreiber. Also irgendwie kann ich mir das halt sonst hier nicht erklären, wegen was der die Elgato-Tschüss sagt. Ja, so. Genau. So, jetzt haben wir ja geschickter Plünderer, der ist aber leicht verletzt, macht aber nichts, dann schicken wir es trotzdem mal hier plündern. Und zwar. Weiß ich gar nicht, hier, das ist jetzt verlassenes Haus. Lebensmittel, Materialien, Medikamente, große Menge Waffen, eine Menge Teile. Ja, gehen wir mal zu dem ruhigen Haus. Ne? Ruhiges Haus klingt immer gut. So, Bruno, der ist leicht krank. Ja, mal im Bett schlafen. Und den hier, dass wir jetzt einfach mal spaßeshalber auch im Bett schlafen. So. Kannst du gucken, vorbereiten. Was nehmen wir jetzt für ihn hier mit? Eine nix, ne? Wäre ja Schwachsinn, wenn wir da hier irgendwas mitnehmen. Weil jetzt muss ich gerade mal hier auch noch das hier machen. Oh Gott, ist das hier. Dass auch immer dieser Kack-Elgator abschmieren muss. Hä? Naja. So. Durfte jetzt wieder hinhauen. Ja, einfach so plündern. Passt ja. Natürlich super. Ich glaube, ich werde einfach die Grafikkartendreher wieder zurücksetzen und alles gut hier. So, da es vorbei ist, kaufe ich mir so ein Haus. Aha. So, das einfach jetzt mal das hier machen. Renn zum Ausgang gibt es auch. Alles mitnehmen. Was soll's. Hier ist nix. Na toll. Gott. Oh. Da hätte ich jetzt gerade auch noch reingucken können. Oh oh. Werden sie uns töten? Achso, gut, der macht mir nichts. Anscheinend. Privatbesitz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das auch. Sauberes Wasser, Zucker. Naja, gucken wir mal sonst mal noch rum. Was wir sonst noch finden noch. Drehtabak, Zigarette, qualitativ hochwertiger Drehtabak. Das haben wir eh schon mal dabei, das haben wir auch. Schiss einige Kräuter und sie erzeugt einen strengen, herben Rauch. Okay, die nehmen wir auch mal mit. Selbstgezogene Tabak, nur die lassen wir hier. Dass der mir auch hinterherläuft, ne? Dieser Typ da. Nicht, dass er mir noch eine auf den Sack gibt hier. Achso, das ist nur der. Warte mal, dann machen wir das hier weg. Achso, das deckt gar nicht weiter hoch, ne? Naja, mal noch schauen hier. Was tun sie da, wo ist ihr Gewissen? Haben wir nicht. Oh, Bandage und sowas. Moment. Machen wir die nochmal weg. Werden verwendet, um Wunden zu verbinden. Ich helfe sie manchmal nicht. Okay, hier ist auch nochmal was. Ja, kann ich nicht mehr. Das geht noch, das geht nicht. Okay, da haben wir noch normale Medikamente. Dann nehmen wir die auch nochmal mit. Okay. Ja, ein Brief. Okay. Ja, ich glaube, das hat er jetzt hier gespeichert, weil es nämlich auch eine Trophy ist. Schlussendlich. Achso, geht nicht. Ich glaube, dann hätte ich Dietrich oder sowas mitnehmen sollen. Naja. Kreis, renn zum Ausgang. Das war's. Rucksack ist eh voll. Hä? Achso, da muss ich extra dahin, ne? Ja. Marco ist zurück. Gut, da muss ich dann später mal noch mal hin.
Tag 2. Oh, jetzt weiß ich auch gar nicht, wie lange der Prolog hier überhaupt läuft. Versorgen wir, diese Nacht war ruhig. Marco auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Alles klar. Oh, was? Hungrig, leicht verletzt, müde. Gut, das glaube ich. So, das durfte ja gehen. Dann, wenn ich jetzt das hier erstmal nehme, dann müsste der ja eigentlich wieder halbwegs gesund sein, okay? Das namensschöne Spiel auf der AP läuft alles. Ja, perfekt, alles klar. Dann Dankeschön mal, ne? War noch so am Rande. Brauchen etwas zu essen. Und er hier. Genau, macht mal noch hier weiter. Eine Schaufel könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Nein, nein, nein. Moment, einmal das hier. Hä? Okay, wenn ich das zustelle, mache ich gar nichts. Ja. So, das hätten wir schon mal. Ach ja, der war ja müde, ne? Gut, dann schicken wir den einfach mal ins Bett. Das Bett ist da unten. Namen Thomas, 15. Mai dann offiziell. Hä? Ach so, ach lol, ja, ich soll da auch noch den Satz drüber lesen. Ja, Dankeschön. Das Hungrig ist erstmal egal. Genau, zumindest der Durchgang hier schon mal offen. Dann gehst du mal schon mal nochmal dahin, stellst mal irgendwas her. Okay, was mich da jetzt wundert. Primitiv. Naja, Stuhl bringt mir nichts. So, machen wir hier den Herd mal. Ah, Küche geht nicht. Oh, ist ja doof. Ja, machen wir den einfach daneben hin. In der Nähe auf jeden Fall vom Kühlschrank. Klar. Nicht. Leicht krank, erholt sich. Das ist mir egal, ich schließe jetzt auf. So. Durchpennen ist nicht. Moment, jetzt machen wir gerade, was war das hier? Ich habe Hunger. Naja. 14,477. Ach nee. Das ist in dem Fall wohl nicht 14. Brauche ich 4, habe ich. Scheiße. Gott. Moment, kann man sonst irgendwas anderes noch bringen? Brennstoff? Nö. Filter. Bringt mir auch nichts. Das Einzige, was ich so herstellen kann, ist hier ein Stuhl. Also bringt es mir erstmal nichts. Moment mal. Ja, 10,4. Mäh. Das ist natürlich doof. Gut, aber im anderen warte ich jetzt erstmal noch, bis er den Herd freiartig hat. Gut, hat er. Alles klar. Nehmen wir mal den guten Koch hier. Mal gucken, ob er wirklich so gut ist. Jo. Achso, ich brauche da noch einmal Brennstoff. Gut, dann machen wir erstmal das hier. Ohne Brennstoff nichts essen, ne? So. Gekochtes Essen. Besser mit Gemüse. Okay, Anzahl 1. Ja, mir geht auch nicht, ne? 3, 6. Moment mal, wir sind aber 3, ne? Ach, egal. Machen wir so nur 1. Dann sehen wir den Rest ja schon. So. Ja, das hier jetzt essen, oder nicht? Oh. Der hat auf jeden Fall da jetzt genug. Aber Moment. Ach. So, machen wir einfach mal die Bücher zu Brennstoff. So, den vergleichen wir nochmal. Moment, würde das hier gehen? Nö, das geht aus Recht nicht, gut.
Eine einfache Erkrankung kann ohne Medikamente innerhalb weniger Tage zum Tod führen. Ja. Ach, geht hier echt immer nur eins hin, oder was? Naja, dann mach du mal hier. Jod. Ich habe schlimme Kopfschmerzen, die heulen aber auch rum. Ah, Wasser fehlt jetzt, okay. Schade. Nee, darum haben wir ja schon alles gehabt. Hm. Der ist aber gesund. Der ist noch leicht krank. Hungrig, leicht verletzt, erholt sich, bandagiert, okay. Ja, komm, machen wir einfach den Tag beenden. Ja. So. Also. Dann ist immer hungrig, leicht verletzt, bandagiert. Macht aber nichts, denn bei denen schicken wir nochmal plündern. Ah, Supermarkt hier ist neu. Ruhiges Haus haben wir schon besucht, da waren wir schon. Guck mal hier, bombardierte Schule auch. Zerstörte Villa, verlassenes Haus. Hm, wohin gehen wir denn dann jetzt? Ah, hier oben steht ruhiges Haus, 67%. Okay, alles klar. Weil da brauche ich dann schlussendlich überall 100. Ach, okay, jetzt einfach mal hier zum verlassenen Haus. So, sollen wir das jetzt einfach mal machen? Das finde ich die beiden hier. Ja, komm. Die beiden mal schicken wir mal Wache stehen. Ja, und vorbereiten. So, bei dem hier nehmen wir eigentlich groß nichts mehr, ne? Oder haben wir irgendwie... Ne, haben wir nicht. Ne, wir haben keine Dietrich hier. Nö. Gut, dann schicken wir den so los. Pling, doppelte Wache. Genau, nice, da ist die. Läuft. Immerhin schon mal zwei Trophäen. Ach ja. So. Ja, das ist der Ausgang. Was haben wir hier? Alles einsacken. Wichtig sind aber für eine Trophäe hier diese Lupensymbole. Oh, guck mal hier. Kaputtes Spielzeug. Schade, dass ich dir hier in dem Prolog, nenne ich es jetzt mal wieder, keine Kinder habe, die dabei sind. Zumindest noch nicht. Weil sonst hier könnte ich da hier das logischerweise den Kindern schenken. Oh, da oben läuft einer. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ah gut, die gehen immer nur zweier Stacks. Bäh. Nee, dann lassen wir die weg. So, und bei Holz natürlich hier später dann auch recht interessant wird, wenn hier der Winter kommt. Warte mal. Kaffee, nee. Ist ja nur das Wichtigste für mich. Oh, Waffenteile nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. So. Genau. So, jetzt kurz mal gerade mal gucken, wer das hier ist. Oh, guck mal, ja, da haben wir wieder so ein Lumpensymbol. Familienfoto mit den Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen mit ihrem Vater ähneln. Sieht wie ein Bär aus. Hä? Ah, okay. Nee, nee, warte. Da soll ich dann eher eine Schaufel dabei haben. Aber ich dachte, das Haus wäre verlassen. Wieso rennt da einer rum? Oh, verdammt, so viel Zeug zu mitnehmen. Verdammt, die Axt. Ja. Oh, hier wäre Wasser. Moment, das nehmen wir auch nochmal mit. Holz haben wir ja eigentlich erstmal genug. Gut, will ich das auch noch mitnehmen und dann Schnaps brennen. Das wäre dann auch nicht für eine Trophy interessant. Ah. Geht auch nicht. So, wer lief denn da jetzt rum? Okay, nochmal eine Notiz gefunden.
Nö. Okay, da komme ich hier nicht rein. Ah, ja, muss auch irgendwie gucken, dass ich eine Schaufel herstelle am besten. Und einen Dietrich. Moment, Taschen waren da jetzt voll, ne? Hätte ja nicht mit Dreh gucken können. Ja. Wobei ich eigentlich das hier. Ne, komm, dann lassen wir das erstmal weg. Und nehmen wir hier einfach nochmal Bestandteile mit. Genau. Kriegt er das hin? Ja, ne? Macht er das jetzt? Ja, irgendwas macht er auf jeden Fall. Keine Ahnung. Sniper. Kein Plan. So, das lassen wir sonst mal weg hier. Ja, aus ist nice. Soll noch kein Mittel kommt. Weil dann brauche ich natürlich auch jede Menge mehr Holz. Fling, ein bisschen Genuss. Genau, das war das hier mit dem Kaffee bzw. hier Zigarette. Wie auch immer. Jupp. Nacht war ruhig, sehr schön. Genau, jetzt sind natürlich alle hungrig müde. Ne, brauchen wir eigentlich auch so noch nichts herstellen. Moment, dann machst du erstmal hier nochmal irgendwas herstellen, was sinnvoll ist. Einfach ihr Heizgerät brauche ich erstmal auch noch nicht. Den haben wir ja. Werkzeuge herzustellen wie Schaufeln und so weiter, Brechstangen etc. Okay, dann holen wir mal die auf jeden Fall. Ja, stellen wir eigentlich direkt daneben, ne? Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Jo, doch, genau, passt. Jupp, dann mach die mal dahin. So, hungrig, gleich krank, müde. Naja, wird schon gehen, ne? Wenn ich den jetzt einfach hier mal auch nochmal was hier machen lasse. So, mit etwas Geduld ein wenig Wasser und Zucker können wir widerlich schmeckenden jedoch hochprozentigen Alkohol herstellen. Aoi. Was ich jetzt hier gerade vermisse, sehe ich jetzt aber hier nirgends. Moment, da gucken wir mal hier. Nein! Nicht genug Holz. Ach Gott. Ein Holz fehlt. Ha. Gut, natürlich, wenn ich jetzt jedes Mal ein Holz herhole, wird es natürlich doof. Wird der Platz ohne Ende. Ach komm, scheiß drauf. Hep. Dann machen wir da einen Alkohol hin. So, warte. Das wird jetzt auch nicht gehen, ne? Ne, da fehlt auch das Recht jetzt alles. Ja, Schaufel habe ich auch kein Holz. Dietrich würde gehen. Messer. Ja, komm. Ich stelle mal einen Dietrich her. So. Hungrig, müde. Ah. So, wie sie geht. Ach ja, wegen den zwei Dingern hier. Ja, komm. Dann machen wir das. Gleich zwei auf einen Schlag. Ha, herrlich, herrlich, herrlich. Gut. Dann machen wir zweimal Essen da. Was ist da trotzdem jetzt komisch ist?
Weil ich dachte ja eigentlich, gibt es ja trotzdem hier noch eine Trophäe nur fürs Radio. Musik spielt. Ah ja. Ja, hier ist ja dann nichts mehr. Aber das haben wir definitiv. Das haben wir auch. Das auch. Ja. Ist hier komplett echt nichts mehr? Nö. Hm. Komisch. Naja. Ist alles fertig. Genau, da unten ist ja der Brennladen, ja? Ah, Schnaps geht natürlich nicht. Was soll ich mal das hier wieder herstellen? Ah, guck mal, da oben ist einer. Ich habe etwas zum Tauschen mitgebracht. Ja, kleinen Moment. Ja. So. Gut, also, was willst du? Ja, was will ich denn? Nee. Gut, Holz. Das kostet so gut wie gar nichts. Das auch nicht, okay. Ja, komm, pass auf, dann machen wir jetzt einfach mal das hier. So, Holz haben wir jetzt eigentlich genug, ne? Was hat er denn sonst noch? Alter hat auch Alkohol. Ist aber nicht billig. Ja, das dachte ich mir. Waffen. Nee. Nehmen wir einfach das hier nochmal mit. So, was gebe ich jetzt her? Das. Wohl ein Scherz, ist nicht genug. Okay. Alter Falter, das ist aber richtig teuer, ja? Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Hä? Okay, so würde es gehen. Ja, komm. Scheiß drauf, passt ja. So, jetzt haben wir ja das Zeug alles da, ne? Ja, das kann ich jetzt herstellen. Dann mach mal. Eine Pulle Alkohol. Moment, wenn ich jetzt gerade ihn hier. Ne, Aufwertung hier geht nicht. Ne, da fehlen jetzt die Teile. Oh. Hä? Ach, das dauert jetzt eine Weile, weil es destilliert wird. Ah. Alles klar. Warte mal. Ist doch hier. Ja. Gehen wir nochmal hier ans Weiter hoch. Da war doch hier die Tür, die nicht aufging. Ach genau, das muss ich eh noch weitermachen hier. Ja. Schaufel könnte jetzt hilfreich sein, ja. Wir haben aber gerade keine. Nee. Gut. Alles beseitigen, ja? So, hungrig, gleich krank, müde. Pff. Gott, sind wir das nicht alle? Destillieren dauert noch. Ja. Ja, komm, dann nimm mal das hier. Direkt aus dem Kühlschrank, rein in den Magen. Ist immer gut, immer noch hungrig. Pff. Ich habe schon eine ganze Weile nicht geschlafen. Abgeschlossen, im Ernst?
Fling, flüssiges Gold. Genau, das war in dem Fall. Ja. Der Alkohol. Sehr schön. Ja. So, nehmen wir mal raus hier. Moment, ich gehe jetzt gleich nochmal. Wenn ich Brennholz hätte, bestimmt. Außer die Bücher verbrennen, sollen wir zwar nicht mehr, ne? Sehe ich früher und so, aber egal. So, solange der Händler noch da ist. Ah, ne, das soll nicht reichen. Oder? Warte mal, wir haben das eine jetzt da. So. Genau, wenn ich dem jetzt hier. Was hatte der jetzt nochmal gehabt? Hier da die Teile, genau. Das kostet so gut wie nichts. Da bin ich mal gespannt, wie viel er dann tatsächlich davon haben will. Wenn ich dem jetzt die Alkohol anbiete, reicht nicht. Nö. Nein, nein, nein. Alter. So können wir uns einigen. Na ja, komm. Zack. Alles klar. Der Alkohol ist weg. Das Ding ist eingetauscht. Nee, was wollte ich jetzt hier? Nee. Achso, hier. Ja. Holen wir uns aus meine Schaufel. Kann echt nicht schaden. So, was haben wir hier? Oh. Alter, muss es alles zu sein? Ja, komm, hungrig, müde, leg dich da mal hin. Leg dich hin. Auf. Oh, der ist ja auch da schon so fertig. Dann legst du dich auch schon mal hin. Ja, und er hat jetzt die Schaufel. Dietrich. Brecheisen wäre natürlich auch nicht verkehrt, da haben wir nicht genügend Teile mehr. Nochmal hier jetzt eins rausbrezeln für Dietrich. Ne, das machen wir jetzt auch nicht. Ne. Was, jemand an der Tür? Ja, ist immer noch der Händler. Hä? Ja. Egal. So, Tag beenden. Alter, Scharfschützenkreuzung. Da gehe ich wohl eher nicht hin. Kleines Wohnhaus. Bombardierte Schule. Was wird es hier geben? Menge Lebensmittel, große Menge Materialien. Okay. Alles wird wahrscheinlich auch gerade ohne sein, ne? Vorsicht ist geboten. Gefahr. Etwas Lebensmittel, große Menge Materialien. Okay, jetzt halt nachher mal entscheiden, wohin man geht. Vorsicht ist geboten. Ne. Da wollte ich da, glaube ich, auch hin. Wenn ich da. Hier Zeugs halt. So, jetzt machen wir den aber auch mal. Ah, ne, plündern geht nur einer, ne? Ja. Okay. Plündern geht nur einer. Der hat eh die größte Tasche, von dem er passt das. Na, im Bett schlafen. Ja. Wird schon nichts passieren, hoffe ich. So. Gute große Schaufel mitnehmen. Puh. Wird sich nicht lohnen, ne? Braucht er ja auch wieder Platz. Ne, komm, passt schon. Das lohnt sich nicht. Da groß was mitzunehmen. Da-ba-da-bap. Oh oh. So, L2 Fallkreuz, L2 angreifen. Okay. Oh je. So, auf jeden Fall ist da auch meiner. Von der anderen Seite verriegelt. Hä? Aha. Also ganz genau ist es aber nicht möglich, ne? Müsste. Da haben wir es schon. Ja. Ah, warte. Wo wir sagen, das Gute ist natürlich, dass hier der Stand beibehalten wird. Was er da aus war, hatte. Nein. Oh.
Das ist ja jetzt echt ärgerlich. Na toll. Hätte ich doch mal bloß die Schaufel mitgenommen. Aber ich will jetzt auch nicht hier nur mit den paar Items raus. Hm. Das ist doof. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich einfach die Schaufel mit. Scheiß drauf. Aus recht bombardierte Schule oder so, da sowieso. Oh Gott, das dauert echt ewig. Naja. Hat er noch schon. Ja, 4 Trophäen, das passt ja dann schon mal. Ich muss aber immer noch gucken, dass ich mal irgendwie noch am besten hier in dem Prolog noch einen Sessel herstelle. Damit ich das auch habe. Schon mal so die Standard-Trophäen, sage ich jetzt mal, weg. Ja, komm, das ist ein Witz. Ich glaube, hier oben ist dann echt effektiver, ne? Ach, wohl, ne, komm. Machen wir es einfach so. Raus hier. Das bringt so nichts. Da können wir das auch echt sparen, ja? Mist. Gut, das war jetzt echt für den Arsch. Aber ich habe einen anderen, brauche ich ja noch. Dietrich hier war ja das. Genau, Dietrich hier. Dann werden die zumindest 100%. Ja. Tag 4. Ich glaube, der Prolog geht bis 20. Was? Wir wurden ausgeplündert, jemand ist ja nachgekommen, um zu sagen, gewaltsam mitzunehmen. Was? Dinge, die sie gestohlen haben. Dreimal Wasser, dreimal Kräuter oder sowas. Okay, es geht ja aber. Oh nein. Toll. Ich lasse mal wieder sehr hungrig, sehr müde. Okay, warte mal. Oh Gott. Der schleift sich jetzt hier rum. Ja, ja, zu viele schlaflose Nächte. Gibt's hier Energy Drinks? Nee, ne? Wir brauchen etwas zu essen. Ja, 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 ja. Machen wir ja gleich. So. Nichts gegen eine weitere Portion. Ja, genau. Sonst noch was? So, du legst dich dann erstmal hin. Ah, warte mal, den Schnaps, da kann man schon mal rausnehmen. Gut. So, leg dich mal ein. Gut, leicht krank, erholt sich, leicht verletzt, erholt sich. Hungrig, leicht verletzt. Hm. So, Moment. Jetzt mit dem hier nochmal hier was ess. Na komm. Schneller Läufer. Bringt es da überhaupt irgendwie was groß erstmal? Hm. Ja gut, zum Abhauen vielleicht. Hier mit einer Tür. Oh. Hm. Hallo Nachbarn. Hä? Hä? Ich wurde heute unten in der Straße aufgefallen, dass ihr euch in den verlassenen Gebäuden niedergelassen habt. Ich hatte ein paar kleine Neuigkeiten. Letzte Nacht gab es einen Abruf der humanitären Hilfe. Die meisten Container wurden von den Rebellen beschlagnahmt. Ja, super. Ich weiß allerdings von einem, den sie übersehen haben. Er ist im Niemandsland gelandet. Ihn zu erreichen könnte also nicht ganz gefahrlos sein. Ja, super. Im Schutz der Nacht sollen wir es aber schaffen. Ich zeige euch, wo er gelandet ist, wenn ihr mir dabei helft, die Vorräte zu tragen. Abgemacht? Ja, scheiß drauf, ne? Jo. Ja. Ist der... Ach, der ist jetzt weg. Ach, lol. Okay. Ah, das nervt mich jetzt, dass ich mit dem Plünderungszug da ja das vergessen hab oder verkackt hab. Na, hilft nix. Lass wir das mal hier drin. Und mal einen einfachen Tag beenden, ja. So. Der geschickte Plünderer, den nehmen wir jetzt auch trotzdem nochmal mit.
Er ist ja eh nur noch hungrig. Ja, den lassen wir nach wie vor pennen. So, jetzt warte mal. Wir waren ja jetzt hier. Ach, das war die bombardierte Schule, wo wir waren. Haben wir noch? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, komm. Gehen wir es mal dahin. Das nehmen wir auf jeden Fall jetzt mit. Und nee, haben wir nicht. Nein. Keine Dietrich, ja, alles klar. Passt. Zum Glück, Schaufel haben wir. Probieren wir es einfach nochmal. Das ist auch cool, so Zufallsevents mit drin. Achso, das war ja hier verriegelt. Ne, warte, oben ist mehr los, glaube ich. So. Schaufel. Achso. Geht das jetzt? Macht das automatisch? Ja. Ah ja, ist schon viel angenehmer. Ja, nice. Schupp. Ich kann sie in einer Minute demontieren. Ist aber eine verdammt schnelle Minute. So, wenn ich jetzt da oben links auf die Uhr geguckt, da waren es 10 Minuten. Schweinerei. Halt. Na, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Also wir plündern ist echt geil gemacht hier. Wer schießt denn hier? Okay, hier runter komme ich nicht. Schoss hier nicht gerade einer? Hä? Naja, mach mal den noch weg. Es ist viel einfacher mit meiner Schaufel. Das ist echt nur schade, dass die hier verschwinden, aber anscheinend die Schaufel nicht. Finde ich schon mal gut. Zur Not kann ich einen mit der Schaufel an überbraten. Zieht auch. Oha. Gut, warte mal, dann nehmen wir jetzt auch nur die Dinger hier mit. So. Anderen Seite. Ha. Hä? Ach, da brauchst du ein Sägeblatt. Na ja, gut. Dann hat sich das da auch erstmal erledigt. Hm. Ah, das ist ja lustig. Wie will ich denn da? Hä? Zur anderen Seite komme ich da hinten gar nicht runterspringen kann. Hm. Von der anderen Seite blockiert. Ja. Moment, mal gerade mal schauen, ob ich da irgendwie. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Ach lol. Okay. Ja, alles klar. Einfach mal nach oben drücken. Ja, dann geht es da hinten bestimmt auch runter. So. Aber bisher hier keine Lupe. Ja, hier ist wohl voll. Ja. So, jetzt verstanden. So. Nicht durchgucken. So. Die mal weg. Shortcuts. Eventuell wichtig. Keine Ahnung. Gott. Kann er hier runter? Ne, hier runter geht es jetzt nicht. Alles klar. Ja gut, sind ja eh voll, ne? Was soll's? Gehen wir zum Ausgang. Ja, nice. Tasche voll. Läuft. Bitte nicht wieder überfallen. Hä?
Auf jeden Fall, ich glaube, ich brauche die verbesserte Werkbank da dafür. Für den Rest. Tag 5. Ah, Pavel hat einige Wahl von Hilfsgütercontainer mitgebracht. Wasser, Kaffee. Oh, nice. Was zum Essen? Was zum Essen? Ja, und er auch. Nacht war ruhig, sehr schön. Moment, du guckst jetzt gerade erstmal hier. Nach dem Upgrade hier. Geht das jetzt? Ja, geht. Nice, dann mach das mal. Einmal Upgrade. Der pennt. Wegen was? Welch krank erholt sich. Pff. Hungrig müde. Das Upgrade fürs Essen machen kann wahrscheinlich auch nicht schaden, ne? Kann mal kurz mal gucken. Moment, was haben wir denn jetzt überhaupt noch alles? Ah, okay, das ist halb voll. Ah, okay. Hat da also auch nicht unendlich Einsätze. Schade. So, das hier 20 von 15. Nein! Oh. Hier dann noch das hier. Nee. Dann machst du was anderes. Ach, der ist schon fertig. Ja, das ist doch mal upgraden. Ja, plus plus. Lol. Genau, ein Sessel, perfekt. Einmal herstellen, bitte. Ja. So, dann haben wir ein Radio, dann haben wir einen Sessel und wir haben ein Bett. So, das durfte dann eigentlich gleich die Trophy aufploppen lassen. Ja. Warten wir einfach kurz mal ab. Könnte etwas Ruhe vertragen. Ja, kannst du auch gleich hinlegen. Nur keinen Stress. Sieht man an der Tür? Ja, gleich. Mann! Nö. Geht das bei nix. Ah ne, warte. Du legst dich hin. Nehmen wir ihn hier. Das hat so ein bisschen was von Sims, ne? Ach, ein Händler wieder. So, der. Unsere Sachen. Wir haben doch einmal den Schnaps. Was brauche ich denn da jetzt nochmal eher? Ach, Dietrich hatte ja nur einen. Reiner Alkohol? Nö. Nee. Reicht nicht. Gut, machen wir so. Alles klar. Genau, einmal dahin. Ist ja komisch. Ich dachte, das reicht ja. So. Und hier machen wir jetzt einfach mal zwei, ne? Ja. Machen wir mal zwei. Jo, der ist ja eh immer müde, ne? So, nichts erholen. Oh, und etwas zu essen. Haben wir eigentlich da oben nichts mehr, oder was? Nö, haben wir echt nicht mehr. Gut. So, zufälligerweise ist er ja Koch. What? Nein. Gut. So, Dietrich hat ja da unten auch schon fertig, das ist gut. Ne. Da warten wir doch nochmal. Dann machen wir das jetzt anders. So, du legst sie doch mal hin. Mit einem Licht, krank. Und dann machen wir jetzt hier einfach Tag beenden. So. Also. Geschickter Plünderer, genau. Du gehst plündern.
Und zwar gehen wir jetzt nochmal dahin, wo wir noch nicht, oder wo wir schon mal waren. Genau, vor 4 Tagen besucht, 67%. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Der ist hungrig, müde, hungrig, leicht krank. Scheiß drauf, den lassen wir Wache stehen. Der pennt, gut, los. So. Nehmen wir die Dietrich hier mit und die Schaufel. Aber ich glaube, dass ich die eh nicht mehr brauche. Also hier zumindest. Ne, da gab es glaube ich nichts, ne? Ne, lassen wir die weg. Los. Lassen wir die weg. Weil wenn alles höchstens vielleicht 1 oder so, würde ja noch gehen. Die 20 Sekunden. 30, 40. So. Also, wo haben wir denn hier was übersehen gehabt? Fangen wir unten an. Gott, Dietrich, da ist schon mal Teil 1. Jop, jop, jop. Schnaps hat sich schon mal gelohnt, kann man schön vertauschen. So. Ne. Das lassen wir. Wollen nichts bringen, wenn die von der anderen Seite reinkommen. Wenn. Hier ist. Doch, hier haben wir was nicht. Schwupp. So, komme ich da jetzt hin? Ja. Ja, okay, mir gibt es hier eh nicht. Alles klar. Ja, was soll's. Ich muss auf jeden Fall die Kosten von Dietrichen mehr oder weniger mal reinkriegen. Ah, da wollte ich jetzt auch rauskommen, okay. Okay. Ist ja schon mal alles eingesagt, ne? Oh, das wird eng. Das werde ich, glaube ich, jetzt nicht hinkriegen, ja? Ne. Moment. Was gab es hier sonst noch? Ah ja, das war der Brief da. Ah, verdammt, muss ich noch mal hin. Zum alles plündern. Ja. Das geht nicht, das geht nicht. Ja, und das geht auch nicht. Verdammt. Also nochmal hin. Ja. Alles klar. Dann raus hier. Schade. Reicht doch nicht für 100%. So, jetzt kenne ich als Zombie-Spiel und jetzt weiß ich auch, was für ein Game ist. Hat ja nur eine Stunde gedauert. Hä? Aber ist von Anfang an dabei oder was? Ja, es gibt halt This War of Mine, ne? Nur, das ist ja jetzt die Erweiterung mit der Little Ones. Ja, also Erweiterung. Mit kleinen Kindern halt. Aber identisch eigentlich zum Vorgänger. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Nein, echt jetzt? Wenn man das versucht, das auszurauben, es schien nicht sein, so zu sein, bla 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 bla. King Rick für den Schaden. Pavle wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Okay. Pff, Wurst. Wascher. Oh Mann. Sehr hungrig, müde. Okay, warte mal. Der, ja. Oh, sehr hungrig, leicht krank, traurig, müde. Oh, der Arme. Hä? Okay. Ja, was bin ich, die nur um so voll K.O. und so. Ach so. Ja. Oh, es geht immer noch nicht. Hä? Ich hätte gerade schon können, dass er an der Tür geklopft hat. Boah, jetzt geht's los. Hm. So.
Genau, drei Stück. Wir sind drei Leute. Alles klar, dann mach mal. So, der hier. Wenigstens ist es warm. Noch. Ja, ich brauche wieder Dietriche. Was kostet das hier? Waffenteile. Ah. Was? Drei Waffenteile, ein Messer. Pff. Na denn? Achso, warte mal, der ist ja sehr hungrig. So, dann nimm du aus einmal was zu essen. Du auch? Ah, geh nicht. Ah. Hätte nichts gegen eine weitere Portion. Ja, genau. Ja, oder Sims-lastig. Na. So. Na? Fling, fast 5 Sterne. Nice. Gott, das war dann das. Ah, alles klar, das ist wohl leicht verletzt. Gut, ist mir egal. Das hier leicht krank, traurig, müde, ist mir auch egal. Gut, ist groß, was machen kann ich eigentlich. Ah, doch, hier, warte mal. So. Hehe. Ich wusste es doch. Dass ich hier nochmal was machen wollte. Mit der Dietrichen. Wow. Okay. Alles nehmen. So, der ist leer. Wo haben wir denn sonst noch was? Ach komm, nee, den legen wir jetzt erstmal hin hier. So. Nehmen wir mal kurz ihn hier. Ne, da haben wir alles. Ja, echt schade, dass wir jetzt hier in dem Teil. Also, ja. Dass ich nicht von Anfang an ein Kind zugewiesen gekriegt habe, aber ich schätze, es wäre dann auch zu schwierig, erstmal, für Anfang. Dann war hier nochmal irgendwas. Nö. Ne, nur da oben. Jupp, dann macht das Ding mal auf hier. Dann könnte es, wenn es jetzt gut klappt, gleich nochmal Bling machen. So, alle nehmen. Ja, fertig geplündert. Das war jetzt die Trophy. Ah. So, hoppala. Ich soll es auch noch so schreiben, dass ich es eventuell später lesen kann. Alles klar, da ist sonst nichts mehr. No, oh, der Haus haben wir clear. Ich glaube, ich habe Schüttelfrost. Oh. Halt. Nein, du nicht. Der da nochmal. Ich habe jetzt ein paar Dietrich hier verblasen. Geht auch nochmal was? Jo, noch zwei. Wie kann man denn nicht irgendwie größere Taschen oder so herstellen? Oder irgendwie so was? Das wäre echt ganz nice. Schauen wir kurz mal mit dem hier. Was wäre ich hier? Ne, das sind nur die normalen Werkstätten. Metall, Kräutergarten, primitiver Herd, Falle für Kleintiere, Kräuterwerkstatt. Bretter zunageln, eine Gitarre. Okay. Heizgerät brauche ich noch nicht, solange es noch nicht Winter wird. So, das hier nochmal. Oh Gott. Ja. Das ist ja der Händler mal wieder nicht schlecht. Aber der Sack kommt ja nicht. So, mal der. Achso, nochmal Schwarz brennen. Ja. Dann nehmen wir hier die, genau, die Bücher. Ach, komm, nehmen wir den. Ah! Nein. Boah. So. Ja. Nochmal die zwei Bücher weg.
Ich leih dir mal einen Pick Lady Baditen. Ich glaube, Raketenwerfer gibt es ja da nicht. Nur hier MG oder sowas hier kannst du dann herstellen. Aber Raketenwerfer glaube ich nicht. Aber auslegen kannst du es mal. Ja, das wäre nice. Ah, ne. Nehmen wir nur zweimal Schnaps. Gut. Wieso steht der schon wieder? Ach, der ist so noch hungrig. Hör, die schlafen aber echt kurz. Ich habe genug Schlaf gehabt. Hat er halt nicht. Pff, bisschen nett sein, ne? Hier geht nichts mehr. Gut, der andere muss das Dinosaurier nicht rumstehen. Machen wir einfach Tag beenden. Alles klar. So, wo ist mein Plünderer? Der geht plündern. Wenn ich dir die gebe, gibt es die. Ja. So. So, ja, trotzdem im ruhigen Haus, weil ich will das Ding auf 100% haben. So, ich will mal dann wissen, was dann passiert. So, lass mit denen einfach nochmal Wache stehen. Der ist eh hungrig, gleich krank, traurig, müde. Der Arme. So, passt ja. Gott. Sicherheitshalber nochmal. Ja, ist eigentlich egal, wie viel Dietrich hier, ne? Kann man auch gleich 4 mitnehmen, ist eh nur ein Slot. Obwohl, falls ich einen finde, ne, nehmen wir 3. Ja, passt, los. Gut. Vor allen Dingen nachher wird es eh geil, wenn Gefahr oder so dran steht, aber brauchst du ja ohne gescheite Waffen gar nicht aus rein, mit dementsprechender Munition. Ansonsten bist du instant tot. So, gehen wir es nochmal ganz hoch. Na komm. Ich weiß ja gar nicht, ob da ein Text kommt, wenn man alles hätte. Sehr schön nochmal kippen. Na, sicherheitshalber. Genau. Und das hier müsste eigentlich das letzte sein. Ja. So, hier oben ist definitiv nichts mehr. Nope. Nein, 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 nein. So, hier unten. Achso. Ne, gab's aber auch nichts mehr. Gut, alles klar. Das war's jetzt. Das Ding müsste jetzt 100% sein. Also brauchen wir hier jetzt definitiv künftig nicht mehr hin. Marco ist back. Und danach geht es auch so eigentlich richtig los, also nach diesem hier, was ich hier mache, im Epilog. Wenn man da eine eigene Story schreiben kann. Da kannst du nämlich einstellen, wer als Startmitglied dabei sein soll, wo der Winter kommen soll, früh, spät oder sowas hier, wie die Angriffe verlaufen sollen, etc. Also Optionen hat das Ding eigentlich genug, Wiederspielwert so gesehen eigentlich dann auch, aber... Fling, Tag 7. Ja. Ist halt dann schlussendlich immer das Gleiche. Pavli hat eine tiefe Wunde, er könnte einige Bandagen gebrauchen. Aha. Was steht denn hier dran? Hungrig, verletzt, müde. Nö, geht noch. Ich will nämlich voranpushen hier auf todkrank. Na? Weil wir haben ja hier Medikamente, Hammer. Reicht. Dass ich die Trophäe kriege, ist quasi, aber ja gut. Es gibt natürlich auch beim anderen noch. Wenn ich es gerade schon erwähnen. Aber schade, der ist sicher traurig. Mist. Todtraurig gibt es auch noch. Aber das ist am besten dann in Verbindung mit einem Kind. Na, dass du zum Beispiel von vornherein das Spiel einstellst, von wegen, was ich, Vater und Kind oder Mutter und Kind, ist ja egal, die zwei ein Spiel starten lässt und dann zum Beispiel einfach mit der Mutter plündern gehst in ein Lager, wo du definitiv weißt, dass sie stirbt. So, ist zwar extrem drastisch, aber so geht es natürlich am schnellsten mit der Trophy, dass sie ja dann erschossen wird, kriegt er das Kind mit, dass die Mutter nicht mehr wiederkommt oder der Vater und dann ist es hier todtraurig und dann muss halt irgendeiner anderer von denen hier das Kind wieder hochpäppeln und dann hast du die Trophy. Ist, ja, ist halt moralisch verwerflich. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, so. Gerade mal hier gucken. Ne. Alles mit dem Sessel und so, wundert mich jetzt, dass es trotzdem nicht geht. Ach, ich Depp. Ich glaube, ich brauche noch einmal ein Bett. Weil ich habe nur 2 und ich habe 3 Leute. Ich glaube, so war das. Na, hier geht eh auch nichts. Hm.
gut, also holt sich Schiller nicht dran, ne? Scheiß drauf, kaum am Tag beenden. So, Schiller jetzt. Ruhiges Haus, 100%. Läuft. Nee, geschickter Plünderer. Plündern. So, na, gehst du jetzt auf verlassenes Haus, ne? Ja. 24%. Gut, da kann man noch einiges holen. Ja. Genau. Und ihr von denen jetzt hier? Genau, der ist hungrig, verletzt. Da steht Wache. Und der andere schläft. Gut, alles klar. So, einmal die Schaufel. Eins, zwei Dietriche. Da kommen immer drei wieder mit. Ja. Und los. Boah. Jupp. Na, läuft aber schon mal. 3, 4, 5, 6, 7 Trophäen bisher. Ah ja, da fängt schon an, ja. Haben wir gleich erst gar nicht mitgenommen. Jetzt schon. Oh, Waffenteile. Hä? Warte mal. Was war das? Beschädigte Pistole. Hm. Das ist natürlich das Beste. Kann man dann instant die Waffe mehr oder weniger instant wiederherstellen. Also andere Seite. Ah. So. Höp. Alles klar. Okay, jetzt geht es schon mal nicht alles. Aber mal ist eh zu viel Holz für meinen Geschmack. Das lassen wir mal weg. Die zwei auch nochmal. So, dann mach die mal weg. Geht dann beim nächsten Mal schneller. Ja, passt. Gott, das glaube ich haben wir schon gesehen. Ja, haben wir schon. Oh, Essen. Zucker. Ne, oh ja, ich auch mal nicht. Ja, das machen wir hier weg. Ah, ein, zwei Mal doch, da durfte die Schaufel auch hin sein. Ah, okay, aus die Schaufel dann Dietrich. Gut, dass ich sie mitgenommen habe. Oh, die normale Kippe. Was haben wir hier? Schießpulver, Pistolenpatronen, okay. Oh, ja. Shit, kann ja aber alles, doch das hier. Großsicht mitnehmen. Gut, egal, was können wir sonst noch hier bereinigen? Hä? Ah, das hatte ich auch schon, okay. Jo, dann letztes Zimmerchen. Also beim nächsten Mal der Clear-Up dran, relativ kein Problem. Einfach mal noch gucken, bevor wir abhauen. Okay, das geht auch nicht. Nein, genau nicht. Und das hier noch. Das geht auch. Das nicht. Aber da würde ich fast meinen, dass also die Drehtabak-Zigarette hier und nehmen wir das mit. Genau, alles klar. Und raus. So, hier brauchen wir keine Dietrich hier mehr, keine Schaufel. Wir können instant alles beim nächsten Mal einsammeln. Nice. Aber bisher muss ich echt sagen, geiles Spiel. Überlegen, wer steht Wache etc. Okay, Wache natürlich ohne Waffen ist immer scheiße, aber zumindest mal ein Messer oder sowas soll ich mal demnächst mal herstellen. Wir wurden ausgeplündert, jawohl. Die sind uns gestohlen am Alkohol, die Schweine. Holger, warst du nicht? Essen weg, Alkohol weg und irgendwelche Kräuter, ja, ja. Das haben wir ja gerne. Sehr hungrig, traurig, sehr müde. Ja, komm, ne. Moment, machen wir doch nochmal anders. Dann nimmst du dir jetzt einfach kurz mal hier irgendwas.
Alter, Alter. So, genau, hier haben wir die Holzbretter. So, der ist zwar sehr hungrig, leicht verletzt, der holt sich traurig. So sind die jetzt alle traurig. Pff. Hungrig, verletzt, müde? Nein. Moment. Okay, hier wurden zwei gehen. Huchala. Winzling. Auch eine geile Kombi, ich schätze, weil du heißt wahrscheinlich Winze oder so. Winzling. Ist echt nice. So, einfach mal ein Messer herstellen. Für die Wache, Leute mit Wache und so was. Dass das zumindest schon mal da ist. So. Ja, dann machen wir noch das hier. Ja, und hier fehlt Wasser. Nein! Ja, kann man ja nichts machen, ne? So, warte mal, was ist denn das für ein Symbol? Sehe ich jetzt gar nicht. Das ist rohes Essen. Hä? Was ist denn das da für ein Symbol? Hä? Ach, was zum Saufen. Ja, lol. Betrunken. Ja, komm. Machen wir hier. Da. Suche die Tür auf. Nice. So, ja. Ich würde ganz gerne hier handeln. Geht es jetzt noch? Hä? Ah, jetzt. Ach, lol. Ah, so, nehmen wir erstmal den Alkohol mit rein. Und hier nehmen wir Wasser auf jeden Fall mit. Das reicht nicht. Nee. Mist. Na, okay. Dann machen wir das so. Alles klar. Also ich glaube, ich schicke den einfach mal ins Bett, ne? Das durfte, glaube ich, das Beste sein. Was? Uff, sauber in München gelandet? Hä? Ach so, in einem Flugsimulator-Zeugs da, oder was? Oh, so willst du, ich schicke dir mal ins Bett. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Nein, das dritte Bett. Verdammt. 6 von 1, warte mal. Wir haben jetzt hier... Ja, Bestandteil, ja. Schöne Hacke einkaufen und am nächsten Tag wundern, was wir gekauft haben. So, warte mal. Hungrig, verletzt, müde. Sehr hungrig. Was? Wieso schläfst du dich? Wieso schläfst du? Hau rein. Weg hier. Fürchte, wir werden für den nächsten Angriff zu schwach sein. Oh. Gut, der legt sich erstmal hin. Ehrlich gesagt, ich bin einfach sturzbesoffen. Ja, läuft. Nein. Oh, hörst du jetzt auf, da rumzuhüpfen? So. Okay, da brauche ich dann 3, 9 und... Was? 3, 9, 3? Naja, so an sich ist ja eigentlich dann okay. Hier sind nur zwei Teile. Ja, komm, reicht auch. Machen wir jetzt einfach das hier.